Ich mache mir solche Sorgen. Vielleicht sollte ich mal nach ihm schauen. Hey, stimmt was nicht? Oh, hallo Shio. Bist du mit deinen Freunden unterwegs? Nein, es ist nichts in Unordnung, aber eine Sache beunruhigt mich halt. Ja, das wäre. Ja, tut mir leid, ich will euch damit gar nicht groß belästigen. Es ist nur, dass mein Sohn vor 10 Jahren sein Zuhause verlassen hat. Und jetzt soll er das erste Mal seitdem uns wieder besuchen kommen. Das ist nicht dein Ernst. Nach 10 Jahren das erste Mal wieder Besuch von deinem Sohn. Oh, wirklich? Ja, ich erwarte die Ankunft schon den ganzen Morgen. Aber er kommt einfach nicht. Ich mache mir Sorgen, vielleicht hat er einen Verkehrsunfall gehabt. Das ist auch so eine blödsinnige Idee, dass er jetzt gerade heute einen Verkehrsunfall hat. Kann natürlich sein, aber er könnte den auch gestern gehabt haben oder vor 3 Monaten oder vor 2,5 Jahren. Dann müsste man sich jeden Tag Sorgen machen. Vielleicht wurde er auch gekidnappt, ja. Wie viele Leute kennst du, die schon mal gekidnappt wurden? Aber gut, ist wahrscheinlich normal, sich Sorgen zu machen. Ach, du denkst da viel zu viel drüber nach. Auf jeden Fall, du hast ja gesagt, er hat das Zuhause verlassen. Wenn ihr im Streit auseinandergegangen seid, ist er vielleicht ein bisschen zögerlich, jetzt wiederzukommen. Ach, wirklich? Hey, Tokisaka, meinst du, wir haben Zeit, nach dem Typen zu suchen? Ja, auf jeden Fall. Kann ja sein, dass irgendwas passiert ist. Wie heißt dein Sohn? Wir können nach ihm suchen, wenn du möchtest. Ach, wirklich? Ja, wir sind heute sowieso in der ganzen Stadt unterwegs und in der Umgegend und in der Finsternis und müssen uns noch neue Schuhe kaufen, weil wir unsere schon durchgelaufen haben. Naja, deshalb dachten wir, wir können dir auch Hilfe anbieten. Ach, Shio und die anderen. Danke euch, wenn es euch wirklich nichts ausmacht. Sein Name ist Seiji. Er ist mit 20 einfach aus dem Haus gestürmt. Also müsste er jetzt Anfang 30 sein. Eine männliche Person, ungefähr 30 Jahre alt, mit dem Namen Seiji. Verstanden. Wir werden ihn finden. Tot oder lebendig? Nein. Wenn er in Morimiya ist, dann ist er wahrscheinlich in der Nähe des Bahnhofs. Ja, höchstwahrscheinlich. Schauen wir doch da zuerst mal. Ach so, lass mich raten, der ist jetzt auch von der Finsternis verschluckt. Herr Wachtmeister, wir suchen einen Herrn Seiji. Okay, hier unten wieder. Also am Busbahnhof. Also du bist es schon mal nicht. Aber du hast ihn vielleicht gesehen. Ja, die Person von vorhin muss gegangen sein. Er hat irgendwas davon gefaselt, dass er das erste Mal seit 10 Jahren nach Hause geht. Ja, dürfen wir dich dazu mal was fragen? Ja, klar. Ich habe das nur zufällig mit angehört, aber ein Mann, knapp über 30, murmelte darüber, ob er jetzt nach Hause zurückkehren soll. Seine Frau hat die ganze Zeit dabei hinter vorgehaltener Hand gelacht. Ich weiß nicht, was... gelächelt. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Ach, er hatte eine Frau? Ja, seine Frau und sein Sohn waren bei ihm. Jetzt sag nicht, das waren die, die wir bei den heißen Quellen gefunden haben. Der war jetzt 10 Jahre weg. Warum bin ich dann überrascht, dass er jetzt Frau und Kind hat? Weißt du, wo die hin sind?
Nicht sicher, aber ich glaube, sie sind mit dem Bus Richtung Akros Tower gefahren. Vielleicht sind sie auch einfach nach Hause. Nein, sie sind nicht nach Hause. Ja, die Richtung ist eine ganz andere. Okay, fahren wir zum Akros Tower. Also sind nicht die bei den heißen Quellen. Hm. Nein. Ich dachte, ich könnte jetzt auch mit diesem Bus hier zum Akros Tower fahren, aber wir müssen dann hier die Schnellreise nehmen. Wir sind wahrscheinlich oben bei der Aussichtsplattform, würde ich dann sagen. Ja, das ist natürlich ganz wichtig, dass Morimaru nicht verletzt wurde während des Erdbebens. Obwohl der ja gut gepolstert ist, ne? Nein. Okay, er ist jetzt ein Tourist und er ist wenige Tage nachdem hier ein Erdbeben war, hier zu Besuch hingefahren. Was sich vielleicht damit erklären lässt, dass er in seinem Heimatort, der nicht weit weg ist, nichts von dem Erdbeben mitbekommen hat. Und wahrscheinlich hat es in der gesamten Welt auch niemanden gestört, dass man Morimiya für ein paar Tage nicht erreichen konnte. Hier ist eine Überraschung in der Lunchbox. Ja, das Ding haben wir gekauft. Die Sachen hatten wir irgendwann mal gekauft und umgetauscht gegen was anderes, besseres. Brauchen wir jetzt nicht nochmal. Okay, Speaker machen momentan keine Auftritte, weil die sich jetzt auf ihre Konzertreise vorbereiten. Okay, sie hat 3 Tage gebraucht, um jede Bento-Box aus allen Landesteilen einmal probieren zu können. Und waren alle lecker. Mhm. Und sie hat dabei 3 Kilo zugenommen. Okay, hier werde ich wahrscheinlich wieder nicht hochkommen. Sowieso nicht auf der Seite, aber egal. Ist ja hier Linksverkehr. Haben wir mit dir schon gesprochen?
Ins Theater können wir gehen, das ist interessant. Ja. Hanno Arika. Hier ist noch ein Echo. Oh, ihr seid's. Was wollt ihr denn hier im Makros-Theater? Heute machen wir Inspektionen, also versucht uns nicht im Weg zu stehen. Hab ich dich nicht schon mal irgendwo gesehen? Nein, vermutlich nicht. Gut, also hier können wir dann auch gleich nochmal hin. Aber erstmal gehen wir zur Aussichtsplattform. Ich wäre echt gespannt, diesen Notausgang mal zu sehen. Ist da denn eine Treppe, die runterführt? So 300 Meter in die Tiefe. Okay, das ist die Familie. Oh, hallo ihr. Hey, Aoi. Hat das Museum gar nicht auf? Na, ich mach grad Pause. Heute war ja die Abschlusszeremonie in der Schule. Und jetzt unternehmt ihr was? Oh Ju, kann ich heute Nacht bei dir übernachten? Ja, sieh mal, momentan haben wir wichtigere Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Ach, bitte. Du weißt, ich habe versprochen, bei deinen Eltern Abendessen zu machen. Ich möchte ein paar neue Rezepte ausprobieren. Na gut. Aber ruf vorher an. Danke. Wann hört Shinomiya endlich mal auf, sich gegenüber seiner Schwester wie ein Idiot zu verhalten? Weiß ich nicht. Und wenn er zu seinen Eltern geht, das heißt, dass sein Vater wohl auch da sein wird. Ich frag mich, wann er... Kannst du mal aufhören, mich so dämlich anzugrinsen? Ja, der Turm wurde beim Erdbeben nicht beschädigt. Kein Wunder, er war ja quasi auch weg. Wurde ersetzt durch Pandoras Box. Ja, deshalb, ach so, deshalb auch die Inspektion. Die gucken, ob wirklich im Turm alles in Ordnung ist nach dem Erdbeben. Diese neuen Türme sind einfach fantastisch. Bist du Yusukes Oma? Ich glaube. Ja, Yusuke hat seinen neuen Job angefangen. Und sie will mal dort nach ihm sehen, wie er sich so macht. Und sie muss Opa dann auch noch erzählen, wie verantwortungsvoll Yusuke jetzt ist. Also ihr Mann ist ja verstorben. Ach herrje, was für eine schöne Aussicht. Ja, schön, dass es heute aufgeklärt ist. Ich war früher schon mal da, aber da war es super neblig. Dieses Mal bin ich mit meiner Frau hier. Die Führung hier ist wie immer auf dem Punkt. Ich hörte, dass es hier ein Erdbeben gab, aber ich bin froh zu sehen, dass hier nichts beschädigt wurde. Ja, Führung ist natürlich wichtig, damit einem einer sagen kann, was sind das eigentlich für Gebäude, die man da sieht.
Ach, okay. Sie erwähnt das Event im Memorial Park und dass die Leute das mit dem Fernglas von hier aus dann betrachten können. Sie können natürlich auch einfach in den Memorial Park fahren. So, Familie. Familie Soba. Oh, Papa, das ist ja fantastisch. Ja, eine wirklich schöne Aussicht. Schau mal darüber, ist das nicht der Kokonoi-Schrein? Du hast mir erzählt, dass du als Kind da öfter gespielt hast. Ja, und ich kann gar nicht glauben, dass man ihn von hier aus sehen kann. Es scheint so, als ob sich hier gar nichts verändert hat. Tut mir leid, dich zu stören. Es kommt jetzt vielleicht ein wenig überraschend, aber... Bist du vielleicht der Sohn von den Leuten, die den Soba-Laden in der Shopping Street haben? Ja, das stimmt, aber... wer seid ihr überhaupt, Leute? Und woher weißt du, dass ich... Ja, jemand hat uns nach dir geschickt. Deine Mutter, Manami, hat sich Sorgen um dich gemacht, weil du eine ganze lange Zeit nicht zu Besuch dort warst. Verstehe. Ja, denkst du auch an die Zeit? Wenn wir deine Eltern noch sehen wollen, müssen wir da langsamer hin, bevor es noch dunkel wird. Ich weiß nicht, ob ich jemals gesagt habe, dass ich dahin will. Ach, herrje. Der einzige Grund, warum ich heute nach Moromiya gefahren bin, war, weil ich meiner Familie mal den Ort zeigen wollte, wo ich aufgewachsen bin. Nachdem wir hier die Aussicht genossen haben, fahren wir. Was läuft denn da? Scheint so, als ob er entschlossen ist, zu gehen. Ich schätze, wir sind zu spät. Aber seine Mutter wird dann super enttäuscht sein. Das kann man auch nicht machen. Also jetzt nach 10 Jahren, ich weiß natürlich nicht, was vorgefallen ist. Aber hier mal eben zumindest kurz Hallo zu sagen, sagen, dass es einem gut geht. Wenn es auch nur für eine Stunde ist. Ja, es scheint aber tiefere Gründe zu sein, zu geben. Ja, ich wusste, er hatte extreme Schwierigkeiten mit seinem Vater, aber trotzdem. Deshalb bin ich auch so versessen drauf, dass die jetzt sich wieder treffen. Seine Eltern sind schon ganz krank vor Sorge, weil ihr Sohn quasi aus ihrem Leben verschwunden ist. Aber was können wir da jetzt machen? Naja, erstmal nicht aufgeben. Dann beruhigen wir uns und dann versuchen wir später sein Vertrauen zu gewinnen. Okay, Tokisaka, wir werden später nochmal versuchen. Okay. Was bedeutet das jetzt? Okay, Shiro hat jetzt eine Gesprächsidee. Ich dachte jetzt eigentlich, dass er würde uns wieder ablehnen und dass wir nochmal später kommen müssen, dass wir vorher was anderes machen sollen. Aber gut, jetzt müssen wir halt ein Gespräch führen. Also, wie ist es dir in der Zwischenzeit denn so ergangen? Oder nein, wie ist es wieder in Moromiya zu sein nach so langer Zeit? Das war der Satz. Ja, ich muss zugeben, ich bin überrascht, wie viel sich doch verändert hat, insbesondere der Akkus Tower. Aber es fühlt sich immer noch wie mein Zuhause an. Ein hoher Nostalgiefaktor hier. Ach, der Bogen da hinten, ist das der Eingang zur Shopping Street? Ach, manche Dinge ändern sich einfach nie. Ja, zumindest scheint die Stadt nicht das Problem zu sein.
Ja, ist gut zu wissen. Ja, er redet immer so über Morimiya. Er schwankt dann immer zwischen Nostalgie und Zorn hin und her. Und deshalb habe ich vorgeschlagen, dass wir uns die Stadt zumindest einmal ansehen sollten. Ah, deshalb seid ihr jetzt hier. Ja, du weißt, wie man die Sachen erledigt. Ist auf jeden Fall viel besser, als einfach nur rumzusitzen und zu quatschen. Na, noch habt ihr mich von nichts überzeugt. Ich habe auch nie versprochen, dass ich meine Eltern sehen will. Insbesondere meinen Vater. Ja, natürlich, Schatz. Er hasst wirklich seinen Vater, oder? Ja, keine Ahnung, wie wir da wieder Frieden stiften können. Du bist also wegen deines Vaters gegangen? Ja, Abneigung ist noch untertrieben, was ich für diesen Mann empfinde. Aber das war nicht der Grund, warum ich zu Hause weggegangen bin. Ach so, warum dann? Naja, weißt du, wie mein Vater mir beigebracht hat, Soba herzustellen? Ja, ich habe da so Bruchstücke gehört. Du kannst dir gar nicht vorstellen, welche Art von Leben ich unter ihm erdulden musste. Ihm gegenüber war der einzige Pfad, genau in die Fußstapfen des Vaters zu treten. Ja, das ist schade für dich, aber es kann durchaus sein, dass man sich in 10 Jahren noch verändert hat und wenn du jetzt halt von zu Hause weg warst, haben sich deine Eltern verändert, du hast dich verändert, dann lohnt es sich zumindest mal ein Gespräch zu führen. Wenn dann der Vater genau anfängt wie früher, kann man ja immer noch gehen und man muss sich auch nicht zum Streit kommen lassen. Man kann dann ja sagen, nee, tut mir leid, so möchte ich das jetzt nicht und ich fahre jetzt wieder. Und die Mutter ist ja noch was anderes, also selbst wenn du Stress mit deinem Vater hast, kannst du ja zumindest nochmal fragen, ob du dann deine Mutter nochmal sehen kannst, ohne dass der Vater dabei ist. Ja, also von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang musste ich üben, Soba zu machen. Wenn ich mich gewehrt habe, dann hat er mir vorgeworfen, kein Rückgrat zu haben und schwach zu sein. In der Highschool durfte ich an keinem Club teilnehmen, immer nur Soba machen. Es war so lächerlich. Ja, das ist wirklich lächerlich. Naja, dein Vater ist halt Oldschool, also ist von... Ja... Okay, er ist halt Oldschool. Ja, ihr habt halt unterschiedliche Wertevorstellungen. Da ist halt diese Generationslücke und so. Ich fühle mich ja schon ein bisschen schuldig, dass ich einfach ohne Warnung gegangen bin. Ich bin ja ihr einziger Sohn. Aber ich habe ab und zu mal mit meiner Mutter gesprochen. Und sie sagte, dass der Laden auch ohne mich gut funktioniert. Also ist doch alles prima. Es gibt keinen Grund für mich, darüber zu gehen. Ja, du sollst ja auch nicht dahin gehen, um jetzt Soba zu machen, sondern einfach nur mal Hallo sagen, wie es dir geht. Ja, er sagt das eine und denkt das andere. Er macht sich schon Sorgen um sein Zuhause. Wahrscheinlich bereut er das eine oder andere. Wie er gegangen ist. Ja, wahrscheinlich bereut er das schon die letzten 10 Jahre. Ich stimme dir ja zu. Dein Vater ist vom Umgang her nicht der leichteste. Aber er schleift dich nicht ohne Grund. Naja.
Deshalb musst du nochmal wieder... Ja, ich weiß jetzt nicht. Ich müsste jetzt dazu wissen, was mit diesem Satz genau gemeint ist. Das ist ja das Problem an der englischen Sprache, im Gegensatz zu der deutschen, dass es so viele doppelte Bedeutungen gibt. Zum Beispiel diese Sachen hier jetzt gehen lassen, also einfach mal gut sein lassen. Würde ich jetzt so interpretieren, dass er verzeihen muss. Es kann aber auch so gemeint sein, dass er die Familie gut sein lassen soll und wieder nach Hause kehren, zurückkehren soll. Da bin ich mir halt nicht so sicher. Ich werde es nochmal sicherheitshalber nachschlagen. Es gibt ja so Redewendungen. Vielleicht ist mir da noch nicht so alles klar. Ja, etwas loslassen, genau. Trotzdem kann es eben sein, soll er an seine... Ich nehme jetzt einfach das Intuitive, was ich halt genommen hätte, weil ich so verstehe, er muss auch mal verzeihen können. Oder beziehungsweise nicht so nachtragend sein. Ja, so ist es auch gemeint, sehr schön. Deine Eltern haben sich jetzt schon seit 10 Jahren um dich gesorgt. Also zu ihrem Besten. Nein, kann ich nicht machen. Lassen wir meine Mutter mal kurz beiseite. Ich möchte doch daran zweifeln, dass sich mein Vater einen Scheiß für mich interessiert. Außerdem, was wisst ihr schon? Ja, ich weiß genug. War nur für 1,5 Jahre, aber so lange habe ich halt mit deiner Familie zu tun. Nein, du. Ach, so ist das. Tja, vielleicht, Schatz, wäre es doch ganz gut, diesen fremden Leuten mal zuzuhören. Ich glaube, sie haben recht, dass deine Worte nach 10 Jahren Pause jetzt doch die Ohren deiner Eltern erreichen. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ihr wieder anfangt, aufeinander einzuschreien. Das wäre nicht das erste Mal. Also du jetzt auch noch. Na gut, vielleicht war ich einfach nur Feigling. Ich habe halt Angst, was mein Vater mir sagen kann. Aber wenn ich ihm niemals gegenübertrete, dann sieht es so aus, als ob ich weggelaufen bin, weil ich Angst habe. Ja, kann sein. Danke, ich habe eine Entscheidung getroffen. Was auch immer passiert, dieses Mal werde ich meinen Standpunkt vertreten. Okay, gehen wir zum Haus meiner Eltern. Alles klar, wir kommen mit. Ja, die Mutter Manami war tränenüberströmt, dass sie ihren Sohn das erste Mal nach 10 Jahren wiedergesehen hat. Allerdings... Warum sagst du das nicht nochmal? Ah, Soba ist wirklich gut hier. Ja. Wie lange wolltest du denn noch damit warten, hier mal deine Eltern zu besuchen? Ja, direkt mit Vorwürfen, da freut man sich. Hat die Jacke noch gar nicht aus, so nach dem Motto, und dann kriegt man direkt erstmal Vorwürfe am Kopf. Da hat man natürlich direkt Lust, wieder zu gehen. Seiji, du bist
immer noch der große Feigling wie eh und je. Ja, und du, Vater, bist immer noch derjenige, der einfach keine Empathie hat, der selbstgerecht ist und wo ich mich wundere, dass ich mich trotz deiner schlechten Erziehung noch so gut entwickelt habe. Ach, halt die Fresse. Ich will dein Gesicht hier nicht sehen. Wie es aussieht, hast du auch deine ganzen Haare verloren. Mann, siehst du alt aus. Ja, so wirst du in 10 Jahren auch aussehen. Was? Unmöglich. Ich kümmere mich um meine Haare. So wie du werde ich nicht enden. Nochmal? Bedenk mal, wo du deine Gene her hast. Ja, war vielleicht doch eine schlechte Idee. Nee, war keine schlechte Idee. Also, zumindest die Mutter hat sich ja gefreut, ihren Sohn nochmal wiederzusehen. Und da kann man ja schon mal das Gebelle des Vaters dann eine kurze Zeit erdulden. Aber ich würde mich auf so einen Streit gar nicht einlassen. Denn durch das, was der Sohn jetzt gesagt hat, wird es dann ja immer lauter und immer streitiger. Da kann man sich einfach seinen Kram dazu denken. Denn letztendlich kommen die Beschimpfungen des Vaters gegenüber dem Sohn eigentlich dadurch zustande, dass der Vater in diesem Augenblick glaubt, versagt zu haben, weil sein Sohn ist ja von zu Hause abgehauen. Er hat also, der Vater hat die Erziehung nicht so durchgekriegt, wie er es gerne gemacht hätte. Er gibt jetzt natürlich vordergründig dem Sohn die Schuld, aber innerlich sagt er sich, ja, habe ich wohl irgendwo Mist gebaut. Naja, mach dir keine Sorgen, ich bin einfach glücklich, dass ich meinen Sohn nochmal gesehen habe. Und er hat sich ganz schön verändert in den letzten 10 Jahren. Du hast dich überhaupt nicht verändert. Ein bisschen Wasser, Schatz. Tsutomu, du hast ja überall dein Essen im Gesicht. Oh, schau dich an. Wo ist denn dein Taschentuch? Ja, dann nimmt man besser ein Handtuch. Hey, Seiji. Ich bin froh, dass du eine gute Frau gefunden hast. Also, wie ist dein Leben für dich gewesen? Es muss ja auch eine Hochzeit gewesen sein, ohne die eigenen Eltern. Na, ich kann es ja mir ungefähr denken, wenn ich mir deine Familie so ansehe. Scheint so, als ob du ein schönes Leben auf die Beine gestellt hast. Ich glaube, ich hätte dir das auch nicht besser beibringen können. Und auch schön zu sehen, wie dein Sohn nach dir kommt. Kümmere dich besser mal gut um ihn. Ja, genau. Da merkt er, dass seine Erziehungsart vielleicht nicht ganz die perfekte war, vorsichtig ausgedrückt, und gibt seinem Sohn den Hinweis, es vielleicht ein bisschen anders zu machen. Und wie läuft's bei dir? Wie läuft's im Restaurant? Ach, mach dir keine Sorgen. Ich habe jetzt junge Hilfe. Und den kann ich 1000-mal einfacher ausbilden als dich. Du warst immer so stur. Lustigerweise ist Shio ja auch stur. Ja, das freut mich für dich. Ja, ich freue mich auch für dich. Ja, scheint so, als ob sich der Spalt ein wenig geschlossen hat zwischen den beiden. Ja, zumindest eine Erleichterung. Ja, alles dank euch. Shio und auch ihr anderen. Ich danke euch so sehr. Ich kann euch gar nicht genug danken. Ja, auch wir möchten euch danken.
Ja, Vater geht es jetzt viel besser. Danke, dass ihr dafür gesorgt habt, dass meinem Vater jetzt besser geht. Ja, gern geschehen. Ach so, ich wollte euch noch meinen Schatz geben. Ich habe es auf dem Weg hier nach Moemia gefunden. Ein weißer Schlüssel. Das ist... Ja, zweifelsfrei. Danke dafür. Ja, also, man sieht sich. Tja, dann gehen wir jetzt mal. Ja, vielen Dank. Und ich bin positiv überrascht, dass es doch nicht alle 5 Schlüssel in Finsternis Dungeons gibt, sondern dass sie das hier ein bisschen mit Abwechslung gestaltet haben. Ich hoffe, dass ihr uns nochmal wieder besuchen kommt. Prima. Ich wollte nur noch mal kurz mit den Leuten reden, dann machen wir auch Schluss mit der Folge. Ja. Die Weisheit seiner Frau, die halt vermutet hat, dass sie das vielleicht Streit geben könnte, aber dass sie das irgendwie überwinden können. Und deshalb wollte sie dann auch, dass ihr Mann dann hierher kommt. Das ist, glaube ich, auch so, dass man das von außen halt dann manchmal besser betrachten kann, als wenn man selbst involviert ist. Also dann hat man einen objektiveren Blick. Ja, genau. Also er sieht jetzt seinen Idiotensohn wieder, aber dadurch, dass er eine vernünftige Familie hat, hätte es ja auch schlechter für seinen Sohn laufen können. Also dann hat er nicht alles falsch gemacht. Wir hatten ja im Akrosturm noch diesen Finsternis-Dungeon. Da kümmern wir uns dann noch drum, aber ich gehe jetzt dann von oben nach unten durch. Und dann machen wir in der nächsten Folge den Kokonoe-Schrein. Gab es hier nicht auch einen Dungeon? Und was ist mit euch? Mir war so, als hätte ich in irgendeiner Region noch so ein Finsternisteil gehabt. Wo sind wir denn nochmal gewesen? Waren wir im Memorial Park? War denn da einer? Achso, die sind ja auch markiert. Auf der Map. Ne, dann kann es ja hier keinen geben. Ja, aber verpassen können wir, glaube ich, eh nichts. Wir müssen die Schlüssel haben. Das ist alles Zwang. Also keine optionale Quest. Das kriegen wir nicht. Also dann sage ich mal bis morgen. Macht's gut. Tschüss.